Jo, was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Watch Dogs Legion. So weiter geht's. Du wurdest belogen. Nigel Cass und seine Albion Friedensstifter wollen diese Stadt dauerhaft kontrollieren. Die besten Ziele sind die Thorn-Konferenz, das Parlament und King's College Hospital. Ich sorge dafür, dass ausländische Teams die Logistik übernehmen, aber ihr besorgt die Bomben. Unbedingt. Das darf nicht zu mir zurückverfolgt werden. Nigel Cass hat die Anschläge mit einem Terroristen gemeinsam verübt, damit er daraufhin die Kontrolle übernehmen kann. Dann plante er ein Orbit-Drohnenprogramm namens Themis, das Menschen aufgrund der Daten über sie ins Visier nimmt. Ich werde es niemandem erlauben, mich eingeschlossen, Themis zu riskieren. Das ist die ganze Wahrheit. Jetzt seid ihr dran. Ach was, scheiß drauf. Wehrt euch! Nicht übel, gar nicht übel, wenn ich das sagen darf. Hallo, Hamish. Haha. Schön, mal wieder dein hübsches Gesicht zu sehen. Naja, ich kann mich ja nicht ewig vor der Welt verstecken. Muss eine Menge wieder gut machen, nicht wahr? Außerdem braucht ihr Noobs jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Check das. Verdammter Wichser! Albion wird nicht einfach still und leise einpacken, oder? Habe ich an alle Nachrichtenagenturen geschickt, die mir eingefallen sind. Wird an der Zeit in Dauerschleife laufen. Und wenn die Leute kapieren, was das heißt, ist Cass erledigt. Dann ist er weg vom Fenster und wird wegen Hochverrats angeklagt. Da haben sie keine Wahl. Wir haben es geschafft. Glückwunsch, Team. Scheiße, ja. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich könnte jetzt ein Bier, Sex und eine Massage vertragen. Egal in welcher Reihenfolge. Da ist immer noch Zero Day. Du weißt schon, die böse Hackergruppe, die mit Cass und Mary Kelly London hochjagen wollte. Oh, meine Güte, Bagley, du Spaßbremse. Gönn dem Team eine Auszeit, um den Sieg zu genießen, ja? Wird vermutlich nicht lang dauern. Londons Beschützer? Ich glaube nicht, dass du mit dieser Reaktion gerechnet hast. Aber Nigel Cass ist wieder in den Nachrichten. Die Regierung tagt, um den Vertrag mit Albion zu überprüfen. Oh nein, Nigel Cass hat in einem emotionalen Gespräch mit dem GBB auf den Antrag reagiert, sich selbst den Behörden zu übergeben. Halt's Maul und hör mir zu. Weder die Regierung noch irgendjemand sonst wird mich entfernen. Eher sterbe ich. Und mit mir viele andere. Sie wollen Blut sehen, sollen sie haben. Diese Stadt gehört mir. Ich bin ihr Hirte und ich werde meine Herde schlachten, ehe ich sie abtrete. Cass hat sich selbst in seinem Hauptquartier im White Tower eingeschlossen und gedroht, alle zu töten, die ihn aufhalten wollen. Er ist schwer bewaffnet und gilt als extrem gefährlich. Shit. Sorry. So, ich muss mir kurz mal den Weg markieren. Ist übergeschnappt. In dem Zustand ist nichts und niemand sicher vor ihm. Wir haben keine Wahl. Wir müssen zum White Tower und ihn aufhalten. Then let's go. Ich glaube, jetzt die vorletzte Mission, weil ich mich nicht irre. Oh mein Gott!
Hey, Nigel hat einen privaten Bunker unter dem Ort, an dem er seine Spielzeuge baut. Ich wette, da hat er sich verbarrikadiert. Da treiben sich sicher nur seine wahren Anhänger rum. Gut, dann kümmern wir uns lieber mal um den restlichen Scheiß von Cass. Zum Glück ist seine Verstärkung beschränkt auf die, die zufällig in der Nähe rumlungern. Versammlungen von mehr als 5 Personen sind ein Verbrechen. Moment mal. Ich will mal kurz gucken, was passiert. Mal kurz. Versammlungen sind nicht gestattet. Alles unter Kontrolle. Hier Schuhbottes. Alle zu Schutz Schuhbottes. Hey, was war das? Der Feind ist unter uns. Seid wachsam. Niemand darf ohne Überprüfung durch. Niemand darf uns daran hindern, London zu beschützen. Oh, solange ich da ein Wörtchen mitzureden habe, wird das sicher nicht zu seinen Lebzeiten geschehen. Schickt mir Unterstützung. Oh, nein. Zentrale, entsenden Drohnen, um die Sicherheit festzunehmen. Keine Chance, keine Chance. Das ist unbelievable. Herr Julius. Puh, du hast Drohnen, du hast dies, du hast das. Das ist echt nicht einfach. Ohne Scheiße, das ist echt nicht einfach. Ihn hat jemanden von uns verhaftet. Solange dir das nicht passiert, bist du heute mein Lieblingsagent. Das tut mir leid. Keine Sorge, auf mich ist Verlass. Ja, solange ich da ein Wörtchen mitzureden habe, wird das nicht zu seinen Lebzeiten geschehen. Ich könnte in der Theorie von da, glaube ich, nach da. Suche weiter, also ich sehe hier nichts. Niemand zu sehen, ich gehe darüber. Bereich gesichert, rücke vor. Alles sauber hier. Was machst du denn da? Das hätte doch nicht sein müssen. Also warte mal, ich kann nicht, das kann ich nicht. Das ist scheiße, das kann ich gar nicht. Okay. Ich hab eigentlich genug gesehen, rein theoretisch. Jetzt wirklich hier lang gehen? Chuck, 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 chuck. Oh, oh, oh.
Ja? Moment, was war das? Ich weiß es nicht. Frauen und Männer von Alien. Der wahre Feind hat endlich sein Gesicht gezeigt, oder eher sein maskiertes Gesicht. Doch was will man von Feiglingen erwarten? Denzel. Sie wollen den Mann vernichten, der sich ihrer Tyrannei widersetzt hat. Und wer wäre wohl das erste Ziel von Projekt Themis? Sie retten bloß ihre eigene Haut. Sonst nichts. Ich habe die Lösung für unser Problem gefunden und werde alles tun, um sie durchzusetzen. Seid ihr sicher, dass ihr dagegen ankämpfen wollt? Wollt ihr meine Entschlossenheit testen? Na los, versucht es doch. Who the fuck got the key? Hä? Keine Ahnung, was ist das Problem? Was ist denn das überhaupt? Oh, shit, 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 shit. Da hinten. Wo hinten? Wo? Wappen, wo? Da. Scheiße, das Ding ist da drin. Gibt's da keinen anderen Weg rein? Irgendwie da drüber springen oder was? Warte mal kurz. Wie mache ich das denn jetzt? Ach du Scheiße, ich muss nämlich ganz da hinten hin. Und das Geschütz kann ich wegmachen. Ich muss mich tarnen können. Tarnen wäre ideal. Ich habe es geschafft irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Dieser widerliche Nerd diejenige, die dem Stadtteil die Hilfslieferungen entzogen hat, damit alle schön brav auf Albion hören. Heutzutage kann man mit einer Tabelle mehr Schaden anrichten als mit einer Drohnenflotte. Fantastisch. Shit! Es wurde jemand getroffen. Yeah, damn right. Sicher. Ich werde dich schon. Gebe auf! Volltreffer!
Ehrlich? Guter Witz. Where you at, bitch? Mach das mal. Da hat das eine geniale Idee. Ich sehe mal nach. Seht an der letzten Position nach. Es gibt nur einen Weg, das zu beenden. Damn right. I certainly agree with that. Das hat mein damn Feelings, man. Scheiße. Gott sei Dank halten die Dinger nichts aus. Kurioserweise. Das war's mit der Sicherheit. Du kannst den Aufzug zum Bunker jetzt benutzen. This is terrible. Oh shit. Oh shit. Also ich sehe hier nichts. Ist auch gut so. Ah, fuck. Entwischt. Na, not quite, not quite, not quite. Okay, da muss Papa durch. Alles klar, got it. Wie schwer kann das schon sein? Okay, seid ihr hier, um es zu beenden, Deadsec? Begreift ihr es denn nicht? Nein. Was unser gemeinsamer Bekannter Zero Day hier einleitete? Meine unausweichliche Herrschaft und euren Niedergang. So wird es nun mal immer enden. So ist einfach die natürliche Ordnung für Menschen wie mich und Menschen wie euch. Ich bin das Gesetz. Kommt runter. Ihr seid erledigt. I don't think so.
Oh mein Gott, was ist das? Oh oh. Deine Waffen richten nichts aus gegen die Drohne, die Cass trägt. Vervollständige die Netzwerkbrücke, um die EMP-Stationen einzuschalten. Cass hat Verstärkung angefordert. Wie überraschend. Ihr habt meine Pläne ruiniert, Dexing, aber nur vorübergehend. Ich befreie die Stadt ein für alle Mal. Ich befreie die Stadt ein für alle. Ich habe es nicht mal gesehen. Ich wusste nicht mal, was Sache war. Oh Gott. Okay. Deine Waffen richten nichts aus gegen die Drohne, die Cass trägt. Vervollständige die Netzwerkbrücke, um die EMP-Stationen einzuschalten. Nein, Cass hat Verstärkung angefordert. Wie überraschend. Ihr habt meine Pläne ruiniert, ich befreie die Stadt ein für alle Waffen. No, you won't. Geh erstmal das weg. Ich befreie die Stadt ein für alle Waffen. Muss hingucken, ich weiß nur nicht wie. Hat eine Kämme hier? EMP-Stationen mit Strom versorgen, um durch den Panzer zu kommen. Schließe die Netzwerkumleitung ab. I'm working on it. Calm down. Mit einer Netzwerkbrücke. Achtung, weitere Verstärkung. Aufpassen. Was ihr seht, ist die Zukunft. Die modernste Form des Sicherheitswesens. Ihr werdet mir nicht im Weg stehen. Sicherheitsbrücke? Ich weiß nicht genau, was er meint, das ist mein Problem gerade. I'm not quite sure what does he mean. Zentrale, komm! Drohnen sind unterwegs zur Zielperson.
What the fuck? Was? Da sehen meine Augen was. Da ist was Rotes. Aber gerne die Leute. Du musst die EMP-Station mit Strom versorgen, um durch den Panzer zu kommen. Schließe die Netzwerkumleitung ab. Oh shit! Oh yeah. Ich wusste nicht mal, wo das ist, muss ich zugeben. Ich muss jetzt nicht aber alles von vorne machen, oder? Oh yeah, leck mich. Oh mein Gott. Deine Waffen richten nichts aus gegen die Drohne, die Cass trägt. Vervollständige die Netzwerkbrücke, um die EMP-Stationen einzuschalten. Cass hat Verstärkung angefordert. Wie überraschend. Oh Gott. Ihr habt meine Pläne ruiniert, Dexek, aber nur vorübergehend. Ich befreie die Stadt ein für alle Mal. Ich befreie die Stadt ein für alle Mal. Ja, das ist echt übel, muss ich zugeben. I don't like this at all. Lauf. Mit einer Netzwerkbrücke. Achtung, weitere Verstärkung. Aufpassen. Was ihr seht, ist die Zukunft. Modernste Form des Sicherheitswesens. Ihr werdet mir nicht im Weg stehen. Ach, fertig. Alle nicht zu interessieren, wo ich bin. Thank you.
Muss kurz gucken, wie es weitergeht, weil du ich habe gehört. Du musst die EMP-Stationen mit Strom versorgen, um durch den Panzer zu kommen. Schließe ich weiß, was ich zu tun habe, ist mir schon klar. Hä? So, warte mal. Der EMP hat die Rüstung der Drohne geschwächt. Angriff. Der Schild der Drohne ist wieder online. Schalte eine andere EMP-Station ein. Achtung, er hat Verstärkung angefordert. Ich bin schockiert. Sie werden es euch nicht danken. All eure Mühe, eure Opfer, umsonst. The fuck ist das? Hä? Was war das denn jetzt? Ach Leute, ich hatte das doch... Oh Gott, was war das denn jetzt? Oh, ich hasse, ey, ich hab jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Das ist, ich muss jedes Mal von vorne wieder anfangen. Das ist so nervtötend. Deine Waffen richten nichts aus gegen die Drohne, die Cass trägt. Vervollständige die Netzwerkbrücke, um die EMP-Stationen einzuschalten. Cass hat Verstärkung angefordert. Wie überraschend. Ja, dann dreh den Scheiß. Oh mein Gott, das. Kommst du denn, ja? Oh mein Gott. Das ist doch nicht wahr, Mann. Die erste EMP-Station ist erschöpft. Starte die nächste mit einer Netzwerkbrücke. Achtung, weitere Verstärkung. Aufpassen. Was ihr seht, ist die Zukunft. Die modernste Form des Sicherheitswesens. Ihr werdet mir nicht im Weg stehen. Ich bin zu weit. Ich bin viel zu weit. Shit. Oh Gott sei Dank, Alter.
Hä? Hast du Bradley nicht gehört? Schließ die Netzwerkumleitung ab, um die EMP-Station mit Strom zu versorgen. Warte mal kurz. Ah, okay, ja. Geschwächt. Angriff. Der Schild der Drohne ist wieder online. Schalte eine andere EMP-Station ein. Achtung. Er hat Verstärkung angefordert. Euer Kampf ist sinnlos. Oh shit, das kann ich. Es euch nicht danken. All eure Mühe, eure Opfer umsonst. Hä? Shit. Fuck! Ich hasse es, dass er das kann, ich hasse es. Oh, ich hasse das, dass er das kann! Oh Mann, ich kann das nicht so schnell! Oh, leck mich am Arsch mit diesem Scheiß jetzt schon wieder. Oh Leute, das ist nicht euer verfickter Ernst, Mann. Oh mein, der Fresse, das kann doch nicht wahr sein. Deine Waffen richten nichts ja, aus, ich Drohne, weiß. Die Cass trägt. Vervollständige die Netzwerkbrücke, das kann um nicht hier wahr sein, Alter. Einzuschalten. Cass hat Verstärkung angefordert. Wie überraschend. Wieso ist das schon wieder so OP? Ihr habt meine Pläne ruiniert, Dexek, aber... Schwachpunkte enthüllt. Der EMP hat gewirkt. Feuer frei. Die erste EMP-Station ist erschöpft. Starte die nächste mit einer Netzwerkbrücke. Achtung, weitere Verstärkung. Ich bin schockiert. Du sollst schon in Deckung bleiben. Was ihr seht, ist die Zukunft. Die modernste Form des Sicherheitswesens. Ihr werdet mir nicht gewinnen. Ich bin tot. Oh, ich bin noch am Leben. Das Problem ist, er kann diese Raketen abfeuern, das ist mein Problem. Wenn diese Raketen nicht, das ist eigentlich für mich alles mega easy. EMP-Station ein. Achtung, er hat Verstärkung angefordert. Euer Kampf ist sinnlos. Sie werden es euch nicht danken. All eure Mühe, eure Opfer umsonst. Scheiße! Yes, hinter! There we go! Phoenix, kann ich sehen!
Warte mal kurz. Shit, weg. There we go. Weiter, go. Nein, hinter der. Fuck, Alter. Warte mal. Go. There we go. Back. Das ist deine Chance, Schaden zu verursachen. Keine Zeit verschwenden. There we go. Bringen wir es hinter uns. Yeah, let's go. Und hoffentlich hat er nicht noch mehr Drohnen und so weiter und so fort. Wird das gespeichert jetzt auf diesem Punkt? Bringen wir es zu Ende. Dein Tod hätte einfach sein können. War ja einfach. Das ist ja mega fix. Ich bin beeindruckt. Glaubst du, deine kleine Widerstandsgruppe kann London beschützen? Dich auszuschalten wäre wohl ein guter Anfang. Oh, dieser Job ist so undankbar. Und die Leute hassen dich am Ende dafür. Sogar wenn es zu ihrem Besten ist. Ich denke, ab jetzt lassen wir das die Leute selber entscheiden. Das ist der Zecks fataler Fehler. Ihr glaubt an die Menschen. Ihr rekrutiert einfach alle, stimmt's, direkt von der Straße. Tja, früher war ich genauso. Dann wurde ein guter Mann getötet. Tja, dann streichen wir Nigel Cass mal von der Liste. Ein Jammer. Er wäre ein toller Zero Day gewesen. Wir haben noch jede Menge Arbeit. Cass ist vielleicht weg, aber Albion verschwindet nicht so leicht. Die werden sich neue Ausreden einfallen lassen, warum sie auf den Straßen gebraucht werden. Aber wir haben uns trotzdem eine kleine Pause verdient. Auch von Zero Day. So, Nigel Cass ist gone. Albion-Kapitel abgeschlossen. Das wahre Gesicht. Deadsec-Kapitel begonnen. London erhebt sich. Mission gestartet. Deadsec-Party. Und trotzdem gehe ich jetzt immer was essen. Ich habe mega Hunger. Ihr habt einen Irren ausgeschaltet. Deadsec. Ging nicht anders. Das sollten wir feiern. Und da ich jetzt nicht mehr von einem Psychopathen gejagt werde, würde ich gern mal euer Versteck sehen. Führt mich hin. Besuche die Deadsec-Party, das machen wir aber später. Das machen wir wirklich erst im nächsten Part. Ich habe mega Cooldown, ich will echt was essen. Ich muss sowieso ins Versteck rein, ne? Jo, war klar.
So, liebe Leute, bis dahin, haut rein und tschüss.